Männer, die unter der Gewalt ihrer Partnerin leiden. Eine überraschende Stellenkürzung beim Autobauer Forcia und Ermittlungen in einem Seniorenheim in Augsburg. Das sind die Themen im heutigen Nachrichtenwecker. Es ist Freitag, der 1. Oktober. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vielleicht habt ihr den Fall von der Seniorenresidenz am Schliersee mitbekommen. Das Heim musste geschlossen werden, nachdem aufgedeckt wurde, dass dort offenbar Bewohner misshandelt wurden und nicht auf die Hygiene der älteren Menschen geachtet wurde. Einige der Bewohner wurden in ein Augsburger Heim verlegt, das demselben Träger gehört, nämlich in eine Einrichtung in Oberhausen. Doch auch dort ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Es gibt nämlich eine Anzeige von den Angehörigen einer ehemaligen Bewohnerin. Der Vorwurf lautet fahrlässige Körperverletzung. Und auch in diesem Fall dreht es sich um mutmaßliche Hygiene- und Pflegemängel. Die Betroffene ist inzwischen außerhalb des Heims gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Ermittlungen noch bis zum Ende des Jahres dauern werden. Der Autobauer Forcia streicht in Augsburg überraschend 84 Stellen. Betroffen ist der Bereich Entwicklung und dort vor allem die Abteilungen Prototypen, Werkzeugbau und das Production Industrialization Center. Der Betriebsratsvorsitzende Erich Vollmann hat sich überrascht gezeigt. Es sei zwar klar gewesen, dass nicht alles reibungslos lief, aber mit einer Kürzung von ganzen 84 Stellen habe er nicht gerechnet. Der Automobilzulieferer hat eine seiner Europazentralen in Augsburg und leidet derzeit besonders unter dem Strukturwandel in der Branche. Die Menschen, deren Stellen nun von der Kürzung betroffen sind, waren bislang bereits in Kurzarbeit. Das Unternehmen erklärt die Streichungen damit, dass sich die Branche auf weniger Motortypen konzentriere und daher seien auch weniger Prototypen und weniger Maschinen und Werkzeuge nötig. Für Betriebsrat Vollmann macht es sich der Konzern damit zu einfach. Es sei bereits vor Jahren bekannt gewesen, dass die Branche im Wandel ist. Aber anstatt Änderungen anzugehen, habe man Kapazitäten nach China ausgelagert. Die Kriminalpolizei hat mehrere Wohnungen im Stadtgebiet und im Landkreis Augsburg durchsucht, weil es einen Verdacht auf den Besitz und die Verbreitung von pornografischen Inhalten gibt, in denen Kinder zu sehen sind. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Menschen im Alter von 15 bis 50 Jahren. Sie sollen diese Inhalte, in denen der sexuelle Missbrauch von Kindern gezeigt wird, über Social Media oder über Chats verbreitet haben. Es wurden Handys oder andere Datenträger sichergestellt und die werden jetzt von den Ermittlern ausgewertet. Bei einem 50-Jährigen aus dem Stadtgebiet Augsburg wurden laut Polizei bereits während der Durchsuchung zahlreiche Kinderpornos gefunden. Vielleicht geht es euch genauso wie mir. Mir passiert es in letzter Zeit nämlich häufiger, dass ich mit den falschen Klamotten aus dem Haus gehe. Einfach weil das Wetter so unbeständig ist und ich dann entweder zu dick oder zu dünn angezogen bin. Für heute sagt der Wetterbericht jedenfalls Sonne voraus. Es soll bis zu 20 Grad warm werden. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad. Wenn ich an häusliche Gewalt denke, dann tauchen in meinem Kopf Bilder von Frauen auf, die von ihren Ehemännern geschlagen werden. Ich denke dabei aber nicht automatisch an Männer, die von ihren Ehefrauen geschlagen werden. Dabei ist jeder fünfte Betroffene in Deutschland männlich. Meine Kollegin Anna-Katharina Schmidt hat einen Mann getroffen, der lange unter seiner gewalttätigen Partnerin gelitten hat. Jetzt ist sie mir zugeschaltet und wir sprechen darüber. Hallo Anna. Hallo. Du hast dich ja mit diesem Mann getroffen. Wir nennen ihn jetzt mal Ben, weil er seinen richtigen Namen natürlich nicht in der Zeitung lesen oder in diesem Podcast hören möchte. Was ist Ben denn zugestoßen? Also Ben hat 3 Jahre in einer Beziehung gelebt, die auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gewalttätig war. Er hat psychischen Druck erlebt, auch Schläge, aber er hat immer wieder wiederholt, diese Schläge waren nicht das Schlimmste, die konnte er einstecken. Er hat auch wiederholt, er ist doch stark, das hat ihm überhaupt nichts gemacht.
Allerdings das Psychotheater, wie er es genannt hat, schon. Die Frau hat sein ganzes Leben kontrolliert. Sie hat sein Handy kontrolliert, sein Konto, seine Briefe, alles, was für ihn ankommen ist. Er durfte manchmal nicht nach draußen gehen. Sie hat die Tür abgeschlossen, die Fenster zugemacht. Dann durfte er manchmal nicht nach Hause kommen. Sie hat die Tür quasi von außen abgeschlossen. Dann, er ist auch in einer besonderen Situation, weil er kam vor 3 Jahren nach Deutschland und war in dieser Situation halt auch sehr verletzlich und war sehr abhängig von ihr. Aber da muss ich dazu sagen, das ist ein besonderer Fall, weil sich häusliche Gewalt bei Männern und bei Frauen durch alle Altersgruppen und Schichten zieht. Es betrifft auch sehr viele Akademiker, sehr viele gut verdienende Männer. Aber halt gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund ist es oft so, dass sie absolut abhängig sind und dadurch halt sich noch viel weniger Hilfe suchen können. Also das heißt, Ben ist vor 3 Jahren aus einem anderen Land nach Deutschland gezogen und hat dann direkt diese Partnerin getroffen. Genau, also sie haben sich über Facebook kennengelernt und haben sich gleich sehr gut verstanden, haben sich getroffen, haben einen ganz schönen Urlaub verbracht und dann ist er sehr schnell nach Deutschland gezogen und von da an ging es dann bergab. Das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich stelle mir in so einem Fall manchmal die Frage, warum der Mann sich nicht gewehrt hat. Also theoretisch müsste er ja körperlich überlegen sein und das wäre ja dann Notwehr. Er hat das immer wieder wiederholt in dem Gespräch. Ihm sind auch ganz oft die Tränen gekommen, weil es kam mir so vor, als hätte er die Situation selber gar nicht fassen können. Er hat gesagt, ich bin doch ein Mann, wie kann mir das passieren? Da gibt es kaum Wörter dafür, wenn Gewalt Männern passiert. Das ist sowas, das nicht ins Bild passt. Es passt nicht zu diesem Rollenbild als starken Mann. Er wollte natürlich ihr auch nicht wehtun. Das, er hat gesagt, das wäre für ihn nie in Frage gekommen, dass er die Hand gegen sie erhebt. Und konnte sich aber so auch nicht wehren. Ben hat ja dann Zuflucht beim Projekt Adami gefunden. Was hat es denn damit auf sich? Das Projekt gibt es seit Ende 2019 ungefähr. Das gehört zu einem größeren Programm, das nennt sich Bayern gegen Gewalt. Genau, also in Bayern gibt es 2 Männerschutzwohnungen. Eine davon ist in Augsburg, eine in Nürnberg. In Augsburg gibt es dafür 4 Plätze und die werden eben von dem Adami-Projekt betreut. Es gibt ja auch das bundesweite Hilfetelefon, das heißt VIA. Du hast mit einem Mitarbeiter dort gesprochen. Was hat der dir denn erzählt? Also wird dieses Angebot häufig angenommen? Ja, absolut. Also das Männerhilfetelefon gibt es seit 1,5 Jahren ungefähr. Und er hat mir erzählt, dass es sofort in den ersten Tagen wirklich sehr, sehr viele Anrufe gab. Viele waren erleichtert, weil sie gesagt haben, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Bin ich überhaupt richtig hier? Also es ist definitiv ein Angebot, das sehr, sehr dringend nötig war. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich persönlich zum Beispiel beim Thema häusliche Gewalt eher an Frauen denke, ist auch, dass es so ein großes Tabuthema ist, wenn Männer die Betroffenen sind. Was glaubst du denn, warum ist das so? Ich denke, das hängt einfach nach wie vor mit sehr starren Stereotypen zusammen, die einfach immer noch in unseren Köpfen sind, dass der Mann der Starke ist, der vielleicht auch einfach, was weiß ich, das Geld nach Hause bringt, die Kontrolle hat, die Familie leitet, der einfach alles im Griff hat. Und es passt nicht in dieses Bild von einem Mann, dass da plötzlich eine Frau ist, die ihn schlägt, die ihn kontrolliert, die ihn erniedrigt. Es nimmt ja auch ganz abstruse Formen an. Die Männer werden bespuckt und gekratzt und runtergemacht. In diesem Stereotyp gibt es nicht mal gibt's keine Wörter dafür, was da passiert. Häusliche Gewalt gegen Männer, ein Thema, das leider immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Umso mehr danke ich dir, Anna, dass du uns heute darüber berichtet hast. Sehr gern.
Wenn ihr selbst unter häuslicher Gewalt leidet oder wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht, dann wendet euch an das Hilfetelefon VIA. Ihr erreicht die Mitarbeiter unter der Nummer 08000 116 016. Und auch das ist heute noch wichtig. Nach der langen Corona-Zwangspause dürfen in Bayern heute endlich wieder die Clubs aufmachen. Auf die Tanzfläche darf aber nur, wer genesen oder geimpft ist oder einen negativen PCR-Test vorlegen kann. Ein einfacher Schnelltest reicht also nicht. Dafür gibt es aber keine Maskenpflicht und auch keine Abstandsregeln. Zum Schluss gibt es im Nachrichtenwecker immer einen Veranstaltungstipp oder eine kuriose Meldung. Heute geht es mal um ein Video, das gerade absolut viral geht. Darin ist ein Mann im US-Bundesstaat Florida zu sehen, der mit einer Plastikmülltonne einen Alligator einfängt. Das Tier hat sich in seinen Vorgarten verirrt und der 26-Jährige will seine Kinder schützen. Er kippt also die Tonne um und versucht, den Alligator damit in die Enge zu treiben. Dann macht er schnell den Deckel zu und bringt die Tonne zu einem Gewässer. Dort lässt er den Alligator dann wieder frei. In Florida gibt es tatsächlich sehr viele freilebende Alligatoren, die meisten sind aber sehr klein und dass Menschen verletzt werden, das passiert laut Angaben der Behörden sehr selten. Wenn ihr euch angucken wollt, wie der Mann dem Alligator eine Falle stellt und das zappelnde Tier dann in der Mülltonne wegfährt, dann gebt einfach die Stichworte ein: Alligator trapped in trash can. Also viel Spaß mit dem Video. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Wir gehen wie immer in die Wochenendpause und ab Montag ist dann mein Kollege Manuel André für euch am Mikro. Mein Name ist Greta Prünster. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.